Ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen mit euren Bibeln, die ihr hoffentlich dabei habt. Psalm 46 ist heute der Predigttext, den wir gemeinsam anschauen wollen. Und das Thema heute lautet: Gott, die eine ewige Sicherheit, die es gibt. Ich lese ab Vers 1, Psalm 46, dem Vorsänger von den Söhnen Koras auf Alamot ein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, eine Hilfe, reichlich zu finden in den Bedrängnissen. Darum werden wir uns nicht fürchten, wenn auch die Erde sich wandelt. Und wenn die Berge im Herzen des Meeres wankten, wenn seine Wasser tobten und schäumten, die Berge erbebten durch sein Ungestüm. Selah. Ein Strom, seine Bäche erfreuen die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen beim Anbruch des Morgens. Es toben die Nationen, die Königreiche wanken. Er lässt seine Stimme erschallen, die Erde zerschmilzt. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Eine hohe Festung ist uns der Gott Jakobs. Selah. Kommt! Schaut die Großtaten des Herrn, der Verheerungen angerichtet hat auf der Erde, der die Kriege beschwichtigt bis an das Ende der Erde, den Bogen zerbricht und den Speer zerschlägt, die Wagen mit Feuer verbrennt. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht werden unter den Nationen. Ich werde erhöht werden auf der Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Eine hohe Festung ist uns der Gott Jakobs. Selah. Drei Dinge erkennen wir hier im Text darüber, warum Gott die eine Sicherheit ist, die überhaupt existiert. Das erste ist, er hilft in der Not. Zweitens, er wohnt in seiner Stadt. Und drittens, er wird regieren auf der Erde. Erstens, er hilft in der Not. Ist es euch aufgefallen, wie oft das Wort wanken in diesem Psalm vorkommt? Oder ähnliche Worte, die noch dazukommen. Wanken, erbeben, erschüttern, toben, schäumen. All das beschreibt etwas, das in Bewegung ist, das sich verändert, wo keine Festigkeit gegeben ist. Menschen damals erlebten es, als dieser Psalm geschrieben wurde, von den Söhnen Koras, wie wir es hier lesen. Sie haben es damals erlebt, Königreiche wankten. Alles war unsicher und, ihr Lieben, wir erleben es heute. Wir erleben es an dem, was wir die letzten Monate erlebt haben in Deutschland, dass Dinge, die noch keiner von uns zuvor erlebt hat, keiner, sind plötzlich global über die ganze Welt gekommen. Das ist nur ein Punkt. Die Dinge, die wir bisher erlebt haben, persönlich, auf der Arbeit, so viele in unserer Gemeinde sind auf Kurzarbeit und andere Geschichten. Finanzielle Situation ändert sich, alles ist am Wanken. Aber das, ihr Lieben, ist nur der Vorgeschmack von dem, was kommen wird. Und das muss man ganz klar sagen. Man kann es nicht verharmlosen. Zum ersten Mal, zwar schon seit ein paar Jahren, aber immer intensiver, ist die Rede von einer Weltregierung. Die UNO hat sich gegründet, die Vereinten Nationen haben sich gegründet
Und sie sind zwar noch nicht die Regierung und vielleicht werden sie es auch nie, aber nach der wirtschaftlichen Globalisierung und der digitalen Globalisierung erwartet uns mit absoluter Gewissheit die politische Globalisierung, dass es bald einen Kreis gibt, der die Welt regiert. Und das ist, was die Bibel schon vor Tausenden von Jahren uns als Menschheit mitgeteilt hat, was uns zeigt, Gott kennt den Plan dieser Welt, Gott herrscht darüber und Gott weiß, was auf uns zukommt. Und das, was uns jetzt erwarten wird, auch alleine wirtschaftlich, können wir uns jetzt gar nicht richtig ausmalen. Wir wissen nur bereits, es wird beträchtliche Kollateralschäden geben aus dieser Zeit. Und die werden uns noch lange verfolgen. Das heißt, das, was wir bis jetzt erlebt haben, bringt uns bereits so weit, dass wir sagen, es wankt. Aber viel, viel mehr kommt. Ich will aber nicht nur von Corona und der Pandemie und all dem reden, sondern auch persönlich. So viele Dinge in unserem Leben sind so überhaupt nicht fest. Und der Herr hat es so geführt, dass jetzt direkt heute Morgen ist mein Leben so ins Wanken gekommen. Da gehe ich nichts an meinen Computer und bekomme eine E-Mail von meinem eigenen E-Mail-Account. Was ich sagen will, eine E-Mail reicht, um das Leben völlig ins Wanken zu bringen. Und da öffne ich die E-Mail, die ich von meinem eigenen E-Mail-Account bekommen habe, und da sehe ich nur irgendwas Pornografisches. Vermute ich zumindest. Also irgendwas, oh, heißes Date und solche Geschichten. Und mein nächster Gedanke ist natürlich, wieso schickt meine E-Mail-Adresse mir eine E-Mail mit so einem verdorbenen Inhalt? Nächster Gedanke, was ist, wenn mein E-Mail-Account gehackt wurde und diese E-Mail jetzt an alle meine Kontakte verschickt wurde? Da kann sich ganz schnell das Bild von Pastor Peter ändern. Und plötzlich habe ich das Gefühl, mein Leben ist ausgeliefert wie auf so einem Silbertablett und ich habe es gar nicht in der Hand. So, was geht hier gerade ab? Ich habe nichts gemacht, ich habe das nicht unter Kontrolle, aber wer weiß, was passieren kann? Unser Leben wankt so schnell und der Herr hat es mir heute gezeigt. Eine E-Mail reicht, dass ich heute zu Beginn dieses Gottesdienstes dastand und erstmal sagen konnte, Herr, ich will dir meine Sorge, was das jetzt ist und wie das ist, will ich dir abgeben, Herr. Denn du kennst mich, du kennst die Wahrheit. Und es war ein innerer Kampf. Angst ist auch etwas, mit dem ich zu kämpfen habe. Denn wenn man drei kleine Kinder hat und dann sich versucht auszumalen, wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt ist ein Pfarrer hier, Latzel, habt ihr gerade gesehen. Der Anklage wurde stattgegeben in der vergangenen, also in dieser Woche. Das bedeutet, er wird vor Gericht gestellt wegen dem, was er gepredigt hat. Und da kann man natürlich sagen, und das würde ja er selbst auch sagen, ja, hier und da gab es mal eine Formulierung, die war zu scharf. Aber es geht hier nicht um die Formulierung, es geht hier um die Tatsache, was für Wahrheiten er der Welt verkündigen will. Dass es da nur einen Weg zu Gott gibt und dass Sünde beim Namen genannt werden darf und muss und dass es nur einen Weg zum Heil und zu einem neuen Leben gibt. Dafür ist dieser Mann jetzt angeklagt. Was blüht mir und was blüht uns in der Zukunft? Und was blüht meiner Frau und meinen Kindern? Und plötzlich merke ich direkt, wie Angst sich breit machen will in meinem Leben. Aber hier, in diesem Psalm, und deswegen möge dieses Wort heute von Gott bleibend in dein Herz fallen, damit du erkennst, wer dieser Gott ist, zu dem du gehörst. Hier trifft Erschütterung auf Angstfreiheit. Das heißt hier in Vers 3, siehst du es bei dir? Darum werden wir uns nicht fürchten. Wir werden keine Angst haben, heißt es hier. Wusstest du, dass Gott genau hier, wo dein echtes Alltagsleben erschüttert wird, dass er hier die entscheidende Rolle spielt? Die Menschen sind schnell dabei zu sagen, gerade heute, ja, der Atheist sagt, oh, da gibt es keinen Gott. Und der immer mehr wachsende Spiritismus sagt uns, ja, da ist doch irgendwas. Und das hat mit Karma zu tun oder da ist irgendeine unpersönliche Energie. Das ist kein persönlicher Gott. Oder andere, die sagen, Gott ist schlicht und ergreifend zu groß, als dass er sich um deine Lebenserschütterungen Gedanken machen würde. Der Gedanke gefällt mir allerdings am besten von den anderen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn Gott ist tatsächlich so, so groß, dass es eigentlich naheliegend wäre, dass er sich nicht für deine Erschütterungen interessiert.
Ich musste daran denken, wie ich als durch den Pfälzer Wald hier meine Spaziergänge mache und denke gar nicht dran, dass bei jedem einzelnen Schritt töte ich Tiere unter meinen Füßen, okay? Und denke ich großartig über sie nach oder trauere über sie, okay? Tatsächlich ab und zu kommt dann so ein Gedanke, aber im Normalfall laufe ich einfach weiter und ich verliere keinen Gedanken, weil warum sollten mich diese kleinen Ameisen interessieren? Aber all diese Vorstellungen von Gott, sie sind falsch. Weder, dass Gott zu groß ist, noch, dass Gott nicht persönlich ist oder dass er einfach irgendwas ist oder dass es ihn überhaupt nicht gibt. Nein, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, eine Hilfe, leicht zu finden in den Bedrängnissen. Das ist die Wahrheit über Gott. Ihr Lieben, wir sehen hier, das ist der erste Punkt dieser Predigt. Er hilft in der Not. Es heißt nicht, er bewahrt uns vor aller Not, denn hier im Text sehen wir es, Drangsale und Erschütterungen und Wanken und Probleme, das ist eine Realität. Und das ist auch eine Realität im Leben von Gottes Volk. Denn sonst würde es hier im Text heißen, komm zu Gott, denn er bewahrt dich vor allen Bedrängnissen. Nein, hier steht es schwarz auf weiß, er lässt sich leicht finden in den Bedrängnissen. Bedrängnisse sind da beim Volk Gottes. Er bewahrt nicht vor allen Bedrängnissen, sondern er sagt hier, er lässt sich finden in der Not. Aber für Gottes Volk sind Nöte und Bedrängnisse nicht nur eine Realität und eine Tatsache im Leben, sondern für Gottes Volk sind sie, jedes Einzelne, eine Einladung Gottes. Denn Gott ist nicht so, wie man sagt, sobald es dir schlecht geht, verlassen dich deine Freunde. Das kennt man. Sobald du mal Geld brauchst, sind alle weg. Aber Gott ist genau das Gegenteil. Der über allen Himmeln ist genau der, der gerade da für dich da ist, wenn du in der Not bist. So offenbart sich Gott hier. Er lässt sich leicht finden, heißt es hier, in den Bedrängnissen. Er lässt sich finden. Das ist das Lied von Gottes Volk. Er ist ein Gott, der deine Bedrängnisse sieht. Er ist ein Gott, der deine Zuflucht und deine Stärke und deine Hilfe sein will. Und wie sieht das praktisch aus? Es sieht so aus, dass du, wenn du in einer Bedrängnis bist, dass du ihn suchst und er sich von dir finden lässt. Es war für mich einfach herrlich, das zu sehen, dass es einfach nicht nur darum geht, in der Not zu Gott zu rufen oder zu Gott zu beten. Oder auf das Beste zu hoffen, so Gott ist da oben, ich weiß, er sieht meine Not und ich werfe das so nach oben zu ihm und dann hoffe ich mal, dass er da irgendwas macht. Nein, Gott ist gegenwärtig. Gott lässt sich finden, da ist der Punkt, du bekommst eine Not und dann suchst du darin den Herrn und betest und schüttest ihm dein Herz aus und bringst ihm die Situation und dann erlebst du das, er lässt sich finden von dir. Er lässt sich finden und das zeigt sich daran, wie sie hier Gott bezeichnen. Sie sagen, Gott ist unsere Zuflucht. Er ist unsere Stärke. Er ist unsere Hilfe. Gottes Volk erlebt Gott als einen Gott, der uns so liebt und der so persönlich ist, dass wir, wenn wir ihn suchen, gerade dann, wenn es uns schlecht geht, da, wo wir Angst haben, dann, wenn alles erschüttert wird, ist er ein Gott, der in so einer Weise sich finden lässt, dass wir uns fühlen wie in einer Zuflucht, wie an einem Ort der Sicherheit. Und dass wir erfahren, dass die Stärke, wie es hier heißt, er ist unsere Stärke, dass die Stärke Gottes uns geschenkt wird. Und dass wir die Erfahrung göttlicher Hilfe machen. Und es heißt hier ja in Vers 3, wir werden uns nicht fürchten, selbst wenn die Erde sich wandelt. Und wenn die Berge erbebten und wenn die Wasser tobten, was sind so die Dinge, wenn du einfach auf die Welt schaust, wo du sagen würdest, das ist relativ beständig. Häuser kommen und gehen, Menschen kommen und gehen, aber eigentlich würde man sagen, Berge, das Land, das Meer, das sind so die Konstanten in dieser Welt. Das ist, was mit Sicherheit nicht erschüttert wird. Aber hier steht es und sie sagen es so klar. Und selbst wenn die Erde sich wandelt,
Und wenn die Berge erbeben und wenn das Meer tobt, wie es nur toben kann, fürchten wir uns nicht. Denn unser Gott ist schlicht und ergreifend größer als dieser kleine Planet namens Erde. Er steht Unendlichkeiten darüber und er herrscht darüber und er ist unsere Zuflucht und Hilfe. Alles wankt, der Herr steht. Kennst du Gott in dieser Weise? Das ist eine Sache, da kommst du mit religiösem Getue nicht weit. Denn der religiöse Mensch kann all das sagen, so, ja, ich bete zu Gott, wenn es mir schlecht geht, ja, ich gehe in den Gottesdienst, ich spreche meine Gebete, ich interessiere mich für das alles. Kennst du Gott als deine Stärke, als deine Zuflucht in der Not, als den, der dir hilft, wenn du am Boden bist? Denn so ist Gott für sein Volk. Haben wir vielleicht vergessen, dass unser Gott ein lebendiger Gott ist? Sind wir in so einen Modus gekommen, wo wir der Lüge Glauben geschenkt haben, ah, Gott ist irgendwo weit oben und ich werfe so ihm meine Sorgen zu und das ist alles, womit ich rechne? Rechnest du mit einem Gott, der kommt in deine Not? Ich will dir heute sagen, Kind Gottes, der Herr kommt in deiner Not. Und jede Not ist eine Einladung deines Gottes, der dir sagt, ah, du bist jetzt am Boden, ah, du hast so eine E-Mail bekommen, ah, du hast Angst vor der Zukunft. Ich lasse mich genau hier von dir finden, mein Kind, mit meiner Stärke, mit meiner Sicherheit. Deswegen suche deine Sicherheit bei deinem Gott. Such sie nicht, indem du dich betäubst, indem du nicht an das Morgen denkst und nicht, indem du einfach deine Zeit mit Dingen vergeudest und dort deine Zuflucht suchst, sondern suche deine Sicherheit bei deinem Gott. Er gibt wirklich Sicherheit und er lädt dich ein. Jede Bedrängnis ist wie ein Meisterplan Gottes, um sich dir zu offenbaren, damit du erkennst, wer dieser Gott ist. Zweitens, er wohnt in seiner Stadt. Gott ist nicht einfach nur ein Gott, der sich hier und da mal in deiner Not finden lässt. Er ist nicht einfach ein Gott, der nur für bestimmte Lebenssituationen mal kurz vom Himmel seine Hilfe sendet. Nein, Gott hat auf dieser Welt einen Wohnort. Mit anderen Worten, es gibt auf dieser Welt einen Ort der Sicherheit, wo Gott wohnt. Eine Stadt, bei der du Zuflucht suchen kannst und wenn du erstmal drin bist, bist du sicher. Zu Gott zu gehören oder an Gott zu glauben, ist mehr als nur durch sein Leben zu gehen und ab und zu Gottes Hilfe zu erfahren, sondern so wie die Bibel es uns sagt, ist Gottes Plan, dass er ein Volk hat und dieses Volk vertraut auf diesen Gott und glaubt an seinen Namen und Gott will unter diesem Volk wohnen. Es geht mehr als, also es ist so wunderbar, weil Gott möchte nicht nur, und das ist schon ein Wunder, er möchte uns nicht nur hier und da in der Not helfen, sondern er möchte wohnen und dass wir bei ihm wohnen. Hier heißt es nicht, Gott wohnt in einem Haus, wenn ihr in den Text schaut. Ja? Da heißt es, um das nochmal zu zeigen, also Vers 5, ein Strom. Seine Bäche erfreuen die, und jetzt kommt es, die Stadt Gottes. Das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Es gibt einen Wohnort Gottes auf dieser Welt. Und wer in diesem Wohnort Gottes angekommen ist, der wird nicht wanken. Denn er ist bei Gott, wo der Herr sein Heiligtum aufgerichtet hat, wo der Herr selbst wohnt. Und diese Stadt wird nicht wanken. Es heißt hier, die Stadt Gottes. Gott baut kein Haus. Gott baut eine Stadt auf dieser Welt. Das heißt, hier geht es nicht darum, dass Gott für einzelne Individuen überall auf dieser Welt so Mini-Wohnungen Gottes aufrichtet, sondern es gibt etwas Kollektives, etwas Gemeinsames. Es gibt einen Ort, wo eine Stadt ist. Und in dieser Stadt kommen Menschen zusammen als sein Volk und gemeinsam gehören sie zu Gott und stehen unter seinem souveränen Schutz. Und wie es hier heißt, selbst wenn die Königreiche wanken und die Nationen toben, ist es doch so, der Gott, der über dieser Stadt wacht, lässt seine Stimme erschallen,
die Erde zerschmelzt. Wie verteidigt Gott seine Stadt? Das heißt hier im Psalm zweimal, er ist der Herr der Herrscharen. Gott befehligt himmlische, gewaltige Herrscharen. Aber um seine Stadt zu verteidigen, benutzt Gott nicht sein Heer. Er spricht und alles zerschmilzt, alles zergeht. Diese Stadt ist sicher. Und deswegen ist es so wichtig, dass du in dieser Stadt wohnst, dass du zu diesem Gott und zu seinem Volk gehörst. Denn diese Stadt wird nicht wanken. Und in dieser Stadt hast du Sicherheit und kannst, wie es hier zweimal, wie so als Refrain in diesem Psalm heißt, der Herr der Herrscharen ist mit uns. Eine hohe Festung ist uns der Gott Jakobs. Bist du in dieser Stadt Gottes? Bist du dort angekommen, wo der Herr wohnt und wo er bei dir zusammen mit seinem Volk wohnt? Was uns zu der Frage führt, was in aller Welt ist diese Stadt Gottes? Wo ist sie? Sag's mir, dann ziehe ich sofort, ich breche hier meine Zelte ab, ich ziehe sofort hin. Natürlich, naheliegendste ist, hier geht es um die Stadt Jerusalem. Denn hier ist ja die Rede von einer Stadt, in der Gott wohnt und wo es heißt, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Ja, wo war das denn die ganze Zeit? Und gerade auch als dieser Psalm geschrieben wurde, natürlich Jerusalem. Jerusalem. Dort ist die Wohnung Gottes auf Planet Erde gewesen. Der Tempel Gottes, wo Gottes Gegenwart wohnte und wo Gott unter seinem Volk wohnen wollte. Aber dieser Tempel wurde zerstört und Jerusalem wurde auch zerstört. Was uns natürlich zu der nächsten Frage führt, ist die Stadt Gottes vielleicht doch nicht so sicher? Und da kommen wir zu Jesus zum ersten Mal, der ja gesagt hat, schon bevor das alles passierte, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Der Tempel ist die Wohnung Gottes. Und Jesus sagt, dieser Tempel, da wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Knapp 40 Jahre später hat sich diese Prophezeiung erfüllt, als die Römer in Israel einmarschiert sind und alles platt gemacht haben. Aber Jesus sagte schon davor, ich baue einen Tempel wieder auf in 3 Tagen. In 3 Tagen war er tot. Und dann ist er auferstanden von den Toten. Und mit ihm ist ein Tempel auferstanden, der nicht länger ein Tempel in Form von einem Gebäude war oder von Steinen, sondern, wie es uns die Heilige Schrift sagt, in 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Die Stadt, die Gott hier gerade baut, ist die Gemeinschaft der Gemeinde Gottes, die Kirche Jesu Christi. Das ist die Stadt Gottes und es ist keine Stadt mit sichtbaren Stadtmauern. Und doch ist es die eine Stadt in dieser Welt, wo Sicherheit zu finden ist. Und genauso wie Jerusalem zerstört wurde und der Tempel zerstört wurde, ohne dass dabei die Wohnung Gottes zerstört wurde, so kann es durchaus sein, dass unsere Wohnungen, unser Körper, unser Fleisch zerstört wird. Es geht hier nicht um einen Schutz körperlicher Unversehrtheit. Es geht hier um eine ewige Bewahrung. Denn die Stadt, die Gott hier gerade aufbaut, ist die ewige Stadt. Und ich verrate dir noch was. Es ist bald die einzige Stadt, die existiert. Das himmlische Jerusalem fängt Gott jetzt an zu bauen. In Hebräer 12, Vers 22 heißt es, und die Rede ist von denen, die zum Glauben ans Evangelium und an den Herrn Jesus Christus gekommen sind. Ihr seid gekommen zum himmlischen Jerusalem. Wusstest du, dass wenn du mit deinem Leben auf Christus vertraust und ihn zum Herrn und Heiland deines Lebens hast, wusstest du, dass du bereits zum himmlischen Jerusalem gekommen bist? Wusstest du, dass du auf sicherem Boden stehst? Wusstest du, dass du zu einer ewigen Stadt gehörst, die nicht wanken wird, weil Gott ihr helfen wird? Und am Ende der Geschichte, wenn ihr alles drunter und drüber gegangen ist und es diese Weltregierung gegeben hat und der Antichrist gekommen ist und die Trübsalzeit vorbei ist, dann wird es kommen, dass das himmlische Jerusalem hinunterkommt und es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Das ist der Ort, nach dem du dich sehnst, ob du es zugibst oder nicht. Und für jeden, der in Jesus ist, gilt, du bist jetzt Teil dieser Stadt und du hast jetzt Bürgerrecht in dieser Stadt und du wohnst in dieser Stadt. Denn du, zusammen als Gemeinde, ihr seid der Tempel
des Heiligen Geistes. Und in dieser Stadt finden wir Sicherheit vor der größten Gefahr in dieser Welt. Und das ist nicht Corona. Und das ist nicht Krieg. Und das ist nicht die Globalisierung. Sondern das ist die Sünde. Denn diese eine Sache trennt von Gott. Nicht die Globalisierung trennt dich von Gott. Auch nicht, wenn du Corona, Covid-19 hast. Nichts dergleichen trennt dich von Gott. Deine Schuld trennt dich von diesem herrlichen, heiligen Gott. Und in Jesus, und nur in Jesus, durch sein vergossenes Blut, wenn du damit erkauft bist, indem du darauf vertraust, dass er für dich gestorben ist und er das Gericht für dich getragen hat, dann bist du Teil dieser Stadt und bist in sicheren Stadtmauern und bist bewahrt vor dieser letztgültigen, schrecklichen Sache, nämlich der Herrschaft der Sünde, die uns unter Gottes Zorngericht bringt. Wir haben eine gemeinsame und ewige Identität. Und Gott ist nicht nur unsere Zuflucht in Zeiten der Not, sondern er ist unsere Wohnung hier als Gemeinde. Und deshalb wollen wir doch auch hier in den Gottesdiensten, ihr Lieben, darauf hoffen und dafür beten und danach hungern, dass der lebendige Gott hier sich offenbart. Und wie oft sagte Gott seinem Volk, während der Tempel noch stand, ihr sucht mich nicht. So schnell ist die Gefahr da, dass wir denken, der Gottesdienst selbst ist das Ziel. Aber Gott ist das Ziel, Geschwister. Gott zu begegnen und ihn zu schauen und in seinem Anblick verändert zu werden, das ist das Ziel. Und deshalb mögen wir doch einen neuen Hunger haben, dass wir hier wirklich die Wohnung Gottes und diesen lebendigen Gott gemeinsam erfahren. Damit ich zum letzten Punkt komme. Punkt 3. Nochmal zur Wiederholung. Er hilft uns in der Not. Er wohnt in seiner Stadt. Und die Frage ist, gehörst du zu dieser Stadt? Und der dritte Punkt ist, es bleibt nicht bei einer Stadt, sondern er wird regieren in der Welt. Lass uns ab Vers 9 lesen. Nach dem zweiten Seler kommt die dritte Strophe dieses Psalms. Und jetzt heißt es hier, kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Verheerungen angerichtet hat auf der Erde, der die Kriege beschwichtigt bis an das Ende, den Bogen zerbricht und den Speer zerschlägt, die Wagen mit Feuer verbrennt. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht werden unter den Nationen. Ich werde erhöht werden auf der Erde. In der Strophe zuvor heißt es noch, da ist eine Stadt. Und um diese Stadt herum toben die Nationen und die Völker. Sie lehnen sich auf gegen Gott. Und hier heißt es plötzlich, der Herr wird regieren über diese Nationen. Von der Freude derer, die bereits zu Gott gehören, kommt nun der Ruf an die Welt. Denn hier tun diejenigen, die dieses Lied singen, plötzlich die Zuhörer aufrufen, zum ersten Mal in diesem Lied. Und sie sagen, kommt, schaut die Großtaten des Herrn. Und dann später, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Und hier spricht Gott das einzige Mal in diesem Psalm. Gott selbst richtet sich jetzt mit seinem Volk an die Nationen, an diejenigen, die noch nicht zu seiner Stadt gehören, um ihnen zu sagen, ich werde herrschen. Denn auch hier denken viele in unserer Gesellschaft, auch die Kirche ist von keiner großen Bedeutung in dieser Welt. Das stimmt, wir sind nicht an der Macht, wollen wir auch gar nicht. Wir sind nur in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Aber diese Christen, die sind doch nur eine Minderheit. Die sind nicht so wichtig. Aber hier sehen wir, dass der Gott, in dessen Stadt wir jetzt leben, er ist der Gott, der seine Stadt letztendlich ausbreiten wird bis zu den Enden der Erde. Und er wird jede Rebellion, jeden Krieg, wie es hier heißt, er wird es zerschlagen. Und jeden Menschen, der versucht hat, sein eigenes Reich aufzubauen und der seine Rechnung ohne Gott machen wollte und der den Herrn der Herrscharen aus seinem Glauben, aus seinem Leben einfach verbannt hat, der wird erleben. Er hat mit diesem Plan keinen Bestand, denn der Herr wird die Erde richten und er wird auch dich richten, wenn du nicht vorher auf ihn hörst, der hier zu dir spricht und sagt, komm, komm. Er ist ein König, der nicht einfach sagt, pass auf, deine Zeit bricht, deine Zeit ist bald gekommen, wo ich über die Erde herrschen werde und jedes Königreich und jede Nation werde ich unter meinen Füßen zertreten. Nein, er ist der Gott, der heute in dein Leben ruft und sagt, komm, komm,
Und wenn du dich jetzt fragst, und das ist hier das Ziel, wenn du dich fragst, okay, da ist also ein wirklich sicherer Ort und das ist Gott selbst. Und er baut jetzt seine Stadt auf dieser Welt. Wie kann ich da hineinkommen, dass ich nicht mehr zu denen gehöre, die zu den Nationen gehören, die sich gegen Gott auflehnen und die letztendlich von ihm beherrscht werden und gerichtet werden? Wie komme ich dazu, dass ich zu diesem Gott gehöre? Hier heißt es im Text: Komm und schau. Das musst du tun. Du kannst nichts wieder gut machen von deinem bisherigen Leben. Alle unsere besten Taten sind Taten, für die Jesus sterben musste, denn unsere besten Taten sind immer noch von der Sünde befleckt. Kein guter Mensch wird in den Himmel reinkommen, denn es gibt keinen guten Menschen. Nein, wir können nichts tun. Aber der Herr sagt uns hier: Kommt, schaut. Und später sagt er: Lasst ab, erkennt. Das sind alles Dinge, die kannst du jetzt tun an deinem Platz. Das erste ist: Schaue. Und Gott sagt hier: Schaue auf die großen Taten des Herrn. Und jetzt kommen wir zu einem interessanten Rätsel. Schau auf die Großtaten des Herrn. Und was sind die Großtaten? Der Verheerungen angerichtet hat auf der Erde. Gott richtet Verheerendes an. Direkt nächster Satz, Vers 10. Der die Kriege beschwichtigt bis an das Ende der Erde. Der den Bogen zerbricht und den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Ja, wer ist Gott nun? Ist er derjenige, der jetzt Verheerungen auf der Welt anrichtet, oder ist er derjenige, der die Kriege beendet? Und die Antwort ist: Ja. Der Herr richtet Verheerungen an, um den Krieg zu beenden. Und ein Beispiel davon haben wir im Propheten Jesaja, Kapitel 37, Vers 36. Denn nicht wenige denken, dass das der Hintergrund gewesen ist, vor dem dieser Psalm geschrieben wurde. Denn es heißt hier auch am Text: Gott wird seiner Stadt helfen. Wann? Beim Anbruch des Morgens. Und es gab eine Szene in der Geschichte Israels, da waren sie die Nacht über in Angst und erwarteten den Angriff der Assyrer, die mit einer Armee von 180.000 Mann etwa vor ihren Toren standen. Und in der Nacht, können wir uns vorstellen, da hat keiner geschlafen. Sie hatten Angst. Aber beim Anbruch des Morgens ist etwas passiert. Und das lese ich uns in Jesaja 37, Vers 36. Und der Engel des Herrn ging aus und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man frühmorgens aufstand, siehe, da waren sie allesamt Leichname. Der Gott, den wir haben, ist ein Gott, der Verheerungen anrichtet, um sein Volk letztendlich zu erlösen. Er zerschlug die Bögen und die Speere und die Wagen dieses Heeres, wie er es oft schon zuvor getan hat. Und er ist derjenige, der jede Sünde letztendlich, der nicht nur Krieg führen ist Sünde, sondern jedes Gebot Gottes zu brechen, egal ob es nun die Lüge ist oder den Herrn nicht zu lieben und Vater und Mutter nicht zu ehren und all das, was wir in den 10 Geboten und in Gottes Wort lesen, eins reicht aus, um Feind Gottes zu sein. Und er ist derjenige, der Verheerungen anrichtet, um aber letztendlich sicherzustellen, dass Friede zustande kommt, wie er es hier für sein Volk getan hat. Und ihr Lieben, wenn ich euch frage, was ist das Verheerendste, was Gott jemals getan hat und jemals getan haben wird? Das Verheerendste, was der Herr getan hat, ist, den Herrn Jesus Christus, seinen ewigen Sohn, den einen ohne Sünde, als er dort am Kreuz hing, nicht mehr zu lieben, wie er es getan hat, sondern ihn als Opferlamm mit allem Fluch und allem Zorn zu belegen, den die Sünde durch uns in die Welt gebracht hat und auch in unser Leben. Und mir ist auch neu bewusst geworden, wenn ich an das Kreuz denke, dann darf ich da nicht nur einen Mann sehen, der von Nägeln durchbohrt ist, und auch nicht nur einfach einen Mann, der eine Last trägt,
sondern erst dann verstehen wir, was da passiert ist, wenn wir erkennen, dass da der eine Vollkommene ist und Gott von Ewigkeit als Mensch, der von seinem Vater in verheerendem und vernichtendem Zorn zerschlagen wird. Das ist, was am Kreuz passiert ist. Der Unschuldige nimmt den Platz ein für die Schuldigen. Der Herr Jesus Christus stirbt für Sünder, stirbt für dich, für deine Schuld. Und das ist ja die frohe Botschaft. Und in diesem Zerschlagen seines Sohnes, als der Vater sich mit seinem Zorn und, ich sage es ganz klar, mit seinem Hass auf die Sünde gegen seinen Sohn entladen hat, da ist dem Zorn Gottes Genüge getan worden. Da ist Gerechtigkeit zustande gekommen und da wurde der Friede erkauft für alle, die auf den Herrn Jesus Christus vertrauen. Gehörst du zu diesen glücklichen Menschen? Der Herr hat Verheerendes getan. Und dadurch hat er Herrliches getan. Und der Friede für die Stadt Gottes, in der das Volk Gottes lebt, ist sicher für Zeit und für alle Ewigkeit. Und deswegen ruft Gott dich heute auf, der Gott allen Lebens und der das Brot des Lebens und das Wasser des Lebens ist. Lass ab, verlorener Sünder, lass ab und erkenne, dass ich Gott bin. Und der Herr wird herrschen. Und heute ruft er, komm, komm zu dem Herrn Jesus. Und der Herr Jesus selbst sagte, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Unser Gott ist unsere Zuflucht, Geschwister. Und ein Gott, der sich finden lässt in unserer Bedrängnis. Und ein Gott, der unter uns wohnen und handeln will und seine ewige Stadt aufrichtet. Und er ist ein Gott, der dich, wenn du noch nicht in seiner Stadt angekommen bist, der dich heute ruft, komm, werde frei von deiner Schuld. Blicke auf den Mann am Kreuz. Er hat deine Schuld getragen, damit du Frieden haben kannst und einziehen darfst in die Gemeinschaft Gottes, in seine Stadt. Und deshalb lasst uns in diesen Dingen, die vor uns liegen, beten und mit dem Volk Gottes sagen. Und selbst wenn die Erde sich wandelt und das Meer tobt und die Berge erschüttert werden, so fürchten wir uns nicht.